Ja, wir sind hier in Wandsbek in einer Schule. Hier hat es offensichtlich einen Angriff mit Reizgas gegeben. Und etwa 10 Schüler sind betroffen. Wir sind im Moment noch dabei zu sichten, wie stark die Betroffenheit ist. Das heißt, wie stark gegebenenfalls die Verletzungen sind. Der leitende Notarzt ist jetzt dabei, das alles sich anzusehen. Dann werden wir entscheiden, wie viele Personen ins Krankenhaus müssen oder wie viel nach Erstversorgung hier vor Ort bleiben können. Ist schon klar, in welchem Bereich der Schule das Reizgas ausgegeben ist? Da sind wir soweit bei zu klären. Wir messen dort auch in dem Bereich oder prüfen den Bereich. Und es scheint sich aber auf einen kleinen Bereich zu begrenzen und der Rest der Schule wird dann auch gleich wieder in Betrieb genommen werden können.